Naja, vielleicht. Nein, eine Stunde ist übertrieben, oder? Eine Spielstunde? Ich weiß nicht. Wir haben noch relativ viel zu tun, bevor wir in die tiefen Wege gehen. Ich dachte eigentlich, also jetzt kommt eigentlich nichts mehr, aber halt diese Quest hier noch. Was willst du denn von mir? Jo, wir haben Geld bekommen, sehr schön. Oh nein! Wir sind fast! Wir sind fast Level Up, wir haben fast einen Stufenaufstieg. Oh nein, warum? Naja, so, nun weiß ich aber, dass Stufe 9 gar nicht so schlimm ist. Also, wir können das eigentlich mal wagen. Bist du hier der Laden, den ich schon immer gesucht habe? Rüstungsladen. Yo. Erstmal kann ich dir das hier verkaufen. Das hier verkaufen. Schweres Schild. Musst du wissen, Evelyn. Was hast du denn so? Rundschild mit, ja, können wir das schwere Schild verkaufen. Abortür des Banns. Wieso zum... Moment. Evelyn, wieso trägst du nicht das hier? Metallschild, Abortür des Banns. Ah, weil der hier 17 Gesundheit macht und... Der hier bringt... dieser Kopfstopper hier bringt noch so viel Angriff dazu. Lohnt sich das denn? Also... Dieses Schild, wo ich... Dieses hier, das lohnt sich auf jeden Fall mehr. Das, Rundschild. Gut, Axt des Menschenjägers sollten wir verkaufen können. So, und was hast du denn so bei Rüstung? Ist das jetzt nur für... Nur für Hawk? Gut. Ich habe ausgerüstet... Ah, ich habe hier sogar noch Halsberg des Drachenjägers mit 115. Aber man braucht... 20 Konstitution, zeig mal, da habe ich 15. Ich glaube, dass ich für meine ganzen Rüstungen, da weiß ich jetzt nicht, wie das bei mir ist. Ich glaube, wow, was habe ich denn jetzt gemacht? So, wir schauen uns das Ganze mal an hier. Robe des Abtrünnigen, aber das hier ist eigentlich die beste, ne? Ja. Da dauert es eh noch, bis ich die... Oh, 460 Feuerresistenz. Da könnte ich mit Bethany, also wenn das gehen würde, also nein, sagen wir mal Bethany, wäre so eine gegnerische Magierin. Würde die mich angreifen, mit so einer Feuerattacke jetzt auf, sagen wir mal, Stufe 15. Und das würde bestimmt kaum was ziehen. Also doch, unser Schurke hat nicht so viel Leben, aber sagen wir, wenn das jetzt das Leben wäre, bis hier vielleicht. Also wirklich wenig. So, wir brauchen aber 20 Konstitution. Und beim nächsten Stufenaufstieg komme ich auf maximal 18. Und das würde sagen, ich komme vielleicht... Ach, ich habe ja alles verkehrt gemacht. Oha. Mein Schurke, also ihr merkt schon, der ist ganz schön nicht so gut. Oder lohnt es sich die... Nein, die kann ich auf keinen Fall verkaufen. Sagen wir es mal so. Wir können die verkaufen, die auch, die auch, die auch, die auch. Und kaufen uns dafür jetzt Rüstung des Walds, weil sich das lohnt, denn wir brauchen hierfür 18 Konstitutionen. Kann ich beim nächsten Stufenaufstieg tragen, wenn ich skill. Und jetzt denkt mal, dass wir diese ganze Stufe wieder schaffen müssen, um das, um hier Halsberg des Drachenjägers Agentum zu tragen. Und ich denke, der hier mit 10 Rüstungen macht 107, der macht 127. Ich denke, der hier ist ein guter Ersatz, Rüstung des Walds. Also, das ist schon was Feines hier. So, wieso kann ich mit euch beiden reden? Nicht auszudenken, was die Kommandantin tut, wenn sie vom Komplott dieser Blutmagier erfährt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schulde euch alles. Was diese Blutmagier mit mir vorhatten. Ja, die hatten so einiges mit dir vor, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Jetzt haben wir aber absolut alles gemacht. Gamlins Haus bringt uns nicht weiter. Enders Krankenstation, da war ich eigentlich noch gar nicht. Oder doch, da haben wir ihn ja mal zum ersten Mal aufgegabelt, oder? Und da kam er mit seiner Blutmagie, aber wir haben ihn geowned. Egal, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an hier. Und, ja, ich will nur mal kurz... die Gegend anschauen. Nur mal kurz abklappen. Ah, Enders! Au, oh, was geht mit dir? Ich hatte einst einen Freund wie euch. Er ist in allerlei Schwierigkeiten geraten und hat mich mit hineingezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas erneut passiert.
Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, bin ich ein wenig zu tiefschürfend geworden. Entschuldigt, dass ich euch damit belastet habe. Ihr könnt mir alles erzählen. Alles? Seid lieber vorsichtig mit dem, was ihr mir anbietet. Wieso? Ich hoffe, ich habe nicht zu selbstsüchtig gewirkt, als ich euch von Gerechtigkeit erzählt habe. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Ich dachte, wenn ihn ein Freund freiwillig aufnimmt, wäre das besser, als wenn er wie ein Dämon irgendeine Leiche heimsuchen müsste. Zumindest hatte er einen hübschen Körper. Also Anders, immer wieder ein feiner Kerl hier. Dem höre ich gerne zu und ja, der hat das Richtige getan. Wir können die Folgen unserer Handlungen nicht immer vorhersehen. Alles, was wir tun können, ist in bester Absicht zu handeln. Na so etwas. Da birgt sich hinter dieser ungepflegten Schale vielleicht doch ein weiches Herz? Verzeiht. Ich sollte mir nicht so viel herausnehmen. Es ist nur... Wir sind uns gerade erst begegnet und doch habe ich das Gefühl, ich würde euch kennen. Fühlt ihr euch meinetwegen unbehaglich? Schon möglich, aber das bedeutet nicht, dass es mir nicht gefällt. Ich werde es mir merken. Wenn man im Zirkel aufwächst, geht es immer nur um Ordnung und Regeln und die Templer. Die Schüler... Wir haben Wege gefunden, um es für uns erträglich zu machen. Karl und ich, er war der Erste. Wir konnten vergessen, dass wir draußen in der Welt nichts weiter waren als Sklaven der Templer. Wir sind nicht lange zusammen gewesen. Aber es war dennoch schmerzhaft. Reden wir lieber über mich. Ey, wir könnten hier jetzt wieder voll, also echt Dragon Age, ne? Warum? Bitte, bitte, beantwortet mir eine Frage. Ihr hättet es auch so machen können im Spielverlauf, ja? Guck mal, schaut euch das doch mal an. Bethany ist unsere Schwester. Mit der können wir nichts anfangen, das wäre ein bisschen ekelhaft. Evelyn. Ja, ist jetzt, naja, nicht ganz so feminin, wie ich es mir erhofft habe. Meryl. Ja, naja, aber die einzige, die da jetzt vielleicht noch, wirklich in, wie heißt das jetzt, ne? Die, mit der man da was anfangen könnte in Dragon Age, wäre Isabella. Aber wieso kann man bei Anders, bei diesem Rotlichtviertelschuppen da, die blühende Rose, wieso kann man da reingehen? Wieso, warum ist das Spiel so konzipiert? Ich möchte nicht homosexuell sein. Niemand sollte so etwas machen. Ah, ganz ehrlich, Leute. Ich bin hetero. Leck mich am Arsch. Sie sehen uns nicht als lebende, fühlende Wesen. Es kümmert sie nicht, ob Karl jemandes Sohn oder Geliebter war. Wenn man mit magischen Fähigkeiten geboren wird, erfahren sie davon. Und sie durchsuchen jedes winzige, abgelegene Dorf, bis sie einen gefunden haben. Den Eltern drohen sie damit, sie in den Kerker zu werfen, wenn sie jemals nach einem fragen sollten. All ihrer Rechte beraubt in den Augen des Erbauers. Und wenn man flieht, machen sie Jagd auf einen. Immer und immer wieder. Ihr fangt schon wieder an zu leuchten. Episch. Und da hier kein anderer Kopf als der eure ist und ich ihn euch nur ungern abreißen möchte, sollte ich hier wohl lieber aufhören. Ja, entschuldigt. Außerdem haben wir vor den tiefen Wegen noch genug zu tun. Ja. Ich versuche. Anders, ach. Wenig. Wie soll ich sagen, Anders, du bist leider nicht bei den tiefen Wegen dabei, aber ich glaube, das sollte für dich kein Problem sein. Tschüss, ich bin weg. Ja, wir rennen jetzt erstmal weg, bevor Anders merkt, dass er gar nicht mitkommt in die tiefen Wege. Weil er ist ja nicht so ein ganz kluger Typ, ne? Er ist ja jetzt nicht so intelligent. Konnte man hier nicht mal hochgehen? War das nicht mal so ein Geheimweg? Oh, na ganz klasse. Wie komme ich denn jetzt? Anders! Anders, du hast ein Zuhause, wo man nicht mehr rauskommt. Ach, du heilige Möhre. Ich check hier gerade gar nichts mehr. Und das ist, glaube ich, nicht ganz viel. So, wie komme ich denn jetzt hier mal raus? Hier oben. Hier ist ein Weg. Das heißt, die Verderbnis sei vorbei. Es gibt bei dem hier ist ein Weg. Also keinen Zirkel? So. Jedes magiebegabte Kind kommt als Schüler zu einer Hüterin. Auch zu einem anderen Clan, wenn im eigenen keine Magier gebraucht werden. Das klingt schön. Das ist schön. Wir starten jetzt einfach mal so spontan, wie ich bin. Also, das kann jetzt der größte Fail überhaupt werden. Aber wir wollen uns jetzt der Expedition in die tiefen Wege widmen. Wir machen das jetzt. Ihr müsst die Familie. Wir sind spontan, wir sind, ja, wir sind, wie soll man sagen? Spontan, aufgeregt, wir sind am Abgehen, Abdrehen.
voll die Party hier. Wir zocken jetzt Dragon Age 2, genau so sieht's aus. Und zwar wollen wir jetzt erstmal zum Zwerg hier, Bardrand. Ja, ich denke so hart, also wirklich, das Spiel ist ja schon manchmal krass, ja, aber jetzt, das kann ja nicht einfach alles zerfetzen. Bis jetzt habe ich das meiste auch am zweiten Anlauf geschafft und sprich mit mir, Zwerg! Also, seid ihr bereit? Vor uns liegt ein langer Weg. Wenn ihr hier noch irgendetwas zu klären habt, dann solltet ihr das besser jetzt erledigen. Gehen wir los, Kollege. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Sehr schön, wir haben schon genug Zeit verschwendet. Yo. Wir haben uns für einen der verborgenen Zugänge entschieden. Die tiefen Wege werden hübsch jungfräulich sein und nur darauf warten, dass wir in sie eindringen. Das nenne ich mal eine interessante Bildersprache. Awesome. Es wird etwa eine Woche dauern, bis wir tief genug sind. Und wir werden vermutlich auf Versprengte der dunklen Brut treffen, die noch von der Verderbnis übrig sind. Große Risiken, große Belohnungen. Klingt nach Spaß. Risiken und Belohnungen. Es gibt doch nichts Schöneres. So ist es. Also dann, bevor wir... Moment mal, wer hat diese alte Frau eingeladen? Verzeiht, dass ich euch unterbreche, Sir Zwerg. Aber ich muss mit meinen Kindern sprechen. Mutter, ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Beantworte mir nur eine Frage. Hast du etwa vor, Bethany mitzunehmen? Moment, warte, nein, du sagst mir jetzt nicht, dass ich Bethany... Warum tut sie mir das an? Oh Mann, Bethany, eigentlich... Ja, ich will sie mitnehmen, aber... Oh Leute, ich glaube, das könnte jetzt gleich ziemlich mies für uns werden. Ich kann Bethany nicht hier lassen. Ich brauche sie. Alles wird gut, Mutter. Ich will mitgehen. Gar nichts wird gut. Ihr könnt nicht beide gehen. Was, wenn euch etwas zustößt? Warum du das hier tun willst, verstehe ich. Aber ich bitte dich, lass deine Schwester hier. Auf mich warten entweder die Templer oder die dunkle Brutmutter. Und die dunkle Brut darf ich zumindest bekämpfen. Ja, klingt logisch. Also, ihr werdet ohnehin nicht jeden mitnehmen können, der euch einfällt. Ihr müsst euch entscheiden. Ich will Bethany mitnehmen, ich muss... Oh nein, ich hab vergessen, dass Warwick mitkommt und... Oh mein Gott, jetzt wird's extrem mies. Entweder wir nehmen Bethany und Evelyn. Oder... Oh, ich kann Warwick nicht da lassen, ich bin so schlau, ich hab das gar nicht mitberechnet. Oder wir nehmen Meryl... Und können Bethany dann ja auch da lassen, was... Moment, kann ich mir kurz... Nein, ich komme nicht aus dem Menü raus. Na, das wird jetzt eine richtig schöne... Das wird ja jetzt mal richtig schön mies hier. Also ich würde sagen, Evelyn brauche ich so oder so. Und ich würde auch gerne Bethany als Magierin mitnehmen, aber... Zum einen kam durch diese Szene jetzt... Kam das auch so rüber, als dass ich... Bethany hier lassen könnte. Und Meryl ist auch ziemlich stark, aber mit Bethany fehlt mir einfach, also, warum? Ich will, dass Bethany mitkommt, aber ich bin mir nicht sicher. Bethany oder Meryl? Bethany oder Meryl? Ach, Schwesterherz, komm ran hier. Du machst das mit und, oh Gott. Egal wie das enden wird. Bethany, du kommst mit, meine Kleine. Let's go. Bethany, ich flehe dich an. Geh nicht. Tu das nicht. Aber sie will doch. Mir passiert schon nichts, Mutter. Alles wird sich zum Guten wenden. Du wirst schon sehen. Oh oh. Ich glaube, unsere Mutter hat uns nicht mehr so lieb. Ist euer persönliches Drama jetzt vorbei? Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, nicht wahr, Bruder? Ja, das haben wir. Die tiefen Wege erwarten uns. Oh Gott, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt im Nachhinein und nach der Expedition in die tiefen Wege noch erfahren, was das alles jetzt auf sich hat. Also, ich glaube, das war keine so gute Idee, da Bethany mitzunehmen. Ich will sie aber mitnehmen und, naja... Der Champion und ich lass mich mal überraschen. Da kam nach Kirkwall, um den Sturz der Kirche voranzutreiben. Ihr jedoch behauptet, das sei nicht der Fall gewesen. Es war also reiner Zufall, dass der Champion mit den Kunari zu tun hatte und sich mit einer bekannten Seeräuberin, einer Blutmagierin und einem abtrünnigen grauen Wächter zusammengetan hat.
Und wofür? Für Geld? Vielleicht ist es ja nicht ganz so einfach, wie ihr denkt, Sucherin. Einfach? Muss ich euch wirklich daran erinnern, was euer Freund getan hat? Muss ich euch erzählen, wie viele Leben ausgelöscht wurden? Und wie viele noch folgen werden? Ihr könnt nicht einfach hier sitzen und mir erzählen, er sei unschuldig. Ich weiß nicht genau, ob unschuldig wirklich das Richtige war. Er muss davon gewusst haben. Irgendwoher wusste der Champion, was da unten war. Deshalb wollte er auch an eurer Expedition teilnehmen. Nein, keiner von uns wusste davon. Wäre es so gewesen, er hätte niemals zugelassen.